Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal wollen wir Dissektion, oder wie das heißt, anzocken. Weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ah, jetzt. Machen wir die Musik auf 30. Machen wir easy. Setting safe. So, play. Ist bei mir hier alles viel dunkler. So, hier wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich mal schnell noch meinen Monitor, die Farbe ein bisschen angepasst, dass ihr das so wie ihr jetzt eine Aufnahme seht. Ist auch wieder alles Englisch. Die Musik gefällt mir schon mal nicht. Okay, ich habe einen Schlüssel. Mit der Steuerung ist ein bisschen doof, meiner Meinung nach. Ich sehe, ich habe jetzt hier irgendwie einen Schlüssel, aber ich sehe keinen Schlüssel.
Ah, jetzt haben wir einen. Ist der jetzt dafür? Oder für die Tür? Das hört sich nicht gut an. Oh. Scheiße. Oh Gott, ey, wie schön. Die Glocke, einmal alles, was lautes, ausweichen. Box. Noch nichts anderes drücken. Jetzt warte ich. Ein Staubsaugerroboter erkundet gerade noch hier alles. Was soll denn das? Eben bin ich. Zack, bumm, war der da und jetzt kommt er nicht mehr, oder was? Doch, da ist er. So, hier geht's drunter. Wer macht da hier drunter? Der erkundet nämlich gerade hier den Raum neu. Weil nach dem Update muss er irgendwie eine neue Karte anlegen oder so, weil mit der alten Karte, die hat er nicht aktualisiert. Ich trau mich auch nicht raus. Was ist, wenn der da noch irgendwo ist? Da ist er.
kommt hier schon wieder an. Ich kann. Ob ich an dem vorbeischleichen kann? Okay, ich muss den, dann ist er doch der. Ich warte jetzt ab. Ich höre schon. Da ist er. Bis er heraus ist. Ich hätte die Box mal zuerst kaputt machen sollen. Was halt ein bisschen doof ist, dass es wieder komplett in Englisch ist. Ich warte jetzt ab, bis der da hinten im Raum drin ist. So, war einen anderen Schlüssel. Für was ist der Schlüssel jetzt? Der könnte sein, dass der oben für den Tresor ist. Aber erwähne ja, dass der für ein Tresor ist. Das wäre ein bisschen zu einfach. Hoch, runter, hoch, runter. Es muss irgendwie was wahrscheinlich sein hier unten irgendwo. So, jetzt geht er wieder raus. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich warte jetzt ab, bis der wieder die Treppe hochgeht. Der ist hier irgendwo. Ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch atmen. Ich höre ihn. Aber wo ist er? Da ist er.
Er geht jetzt nach vorne bestimmt in den Raum. Ich sehe ja die Treppe, ja. Der ist jetzt durch irgendeine Tür durch. Jetzt ist er hoch. Der ist in der Nähe, der ist in der Nähe, der ist in der Nähe. Aber ich sehe ihn auch nicht. Oh, da ist er. Oh. Es reicht. Oh Gott. Es reicht. Oh Gott. Ich werde doch hier nichts, kein Intro, kein Outro machen. Ich werde das so, wie ich es jetzt gespielt habe, werde ich es hochladen. Auf der PS4 Pro in 4K. Ohne HDR. Achso, Schlüssel, hier kommt ja hier nicht rein. Braucht mir ja keine Sorgen machen. Ist ein zeitaufwendiges Spiel, wie ihr mitgekriegt habt. Ein einfaches, kleines Spiel. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ein Viech kommt, aber teilweise mit der Steuerung hier so ein bisschen, dass man hier manche Sachen nicht so gut sieht oder so steuern kann, finde ich halt ein bisschen doof. Hier zum Beispiel. Oder hier. Also da müsste man vielleicht noch ein bisschen an der Genauigkeit schrauben. Aber sonst ist es echt, es macht Spaß. Also ist aber halt gruselig. So. Ich weiß ja nicht, was das jetzt im PSN momentan kostet, weil es ja, sind ja Haufen Sachen reduziert. Ich packe euch den PSN-Link einfach mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euer eigenes Bild draus machen. Aber ich finde es so an sich nicht schlecht. Es ist gruselig. Es ist schwer. Ja, für den einen oder anderen bestimmt sehr interessant. Aber ich mache jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.